Jede Initiative, die Frauen vor dem Vorhang holt, ist einfach ein Stück weit auch Frauenpolitik. Und jede Frau, die einfach aufsteht und sich zu Wort meldet und sich positioniert, macht es ein Stück weit natürlich für sich selber, aber sie macht es immer auch für andere Frauen. Immer auch für andere. Ich bin die Gerti Schatzdorfer-Wölfel, bin Unternehmerin in Zipf. Ich habe dort ein Metallbauunternehmen und mit aktuell 75 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich angerufen worden bin, dass die Auszeichnung mich getroffen hat. Ich weiß noch genau, ich war im Auto unterwegs, bin rechts rangefahren und ich fahre da jeden Tag vorbei. Und ich sage ihnen, ich denke sicher dreimal in der Woche dran. Ja, das war wirklich so extrem. Weil Unternehmerin ja nicht mein Traumberuf war. Ich wollte ursprünglich ganz was anderes werden. Also das heißt, ich habe wirklich einige Zeit gebraucht, diese neue Rolle kennenzulernen und auch lieben zu lernen. Gott sei Dank ist mir das gelungen. Ja, und ein paar Jahre später habe ich dann diese Auszeichnung gekriegt. Sehr medial präsent das Ganze und du wirst natürlich dann auch, wenn du in der Zeitung stehst, angefragt für Podiumsdiskussionen, für Vorträge, für Workshops. Das ist bis jetzt eigentlich unverändert. Ich war ja eben zuerst Kindergärtnerin und dann ist mir sehr nahe an Familien, nahe an Frauen irgendwie. Und wenn du dann irgendwie Frauen oder ehemalige Kindergartenmütter getroffen hast, die haben gesagt, was die Gerti, ich habe mir deinen ganzen Zeitungsartikel ausgeschnitten. Und dann denke ich, ja, Wahnsinn. Ja. Und das war dann auch irgendwo so der Grund, wo man dann draufgekommen ist, schau, wie wichtig, also nicht du als Person, sondern deine Geschichte für andere Frauen ist. Wir glauben immer, wenn Leute erfolgreich sind, das ist ein geradliniger, einfacher Weg. Das ist aber nicht. Und wenn man dann Geschichten von anderen Menschen hört oder in dem Fall von anderen Frauen, dann glaube ich schon, dass das sehr inspirierend sein kann und auch sehr unterstützend. Jede Frau, die sich positioniert, betreibt ein Stück weit Frauenpolitik. Und ich denke, das ist einfach wichtig, gerade in unserer Zeit.